Wenn die DRK-Rettungshundestaffel zum Einsatz gerufen wird, dann wird ein Mensch vermisst. Mit mehr als 16 Teams, bestehend aus Hund und Mensch, sucht die Rettungshundestaffel vor allem in Waldgebieten nach vermissten Personen. Bei den Vermissten handelt es sich meist um ältere Herrschaften aus Pflegeheimen, die abgängig sind, oder auch um suizidgefährdete Personen. Um Teil des Teams zu werden, muss nicht nur der Mensch gesundheitlich fit sein, sondern auch der Hund. Es ist nicht unerheblich, in Waldgebiete da durchzustapfen. Der Hund sollte mittelgroß, nicht zu schwer, auch nicht zu klein, nicht zu groß. Also wie gesagt, mittelgroß, mittelschwer, gut motivierbar sein, einfach Freude auch, idealerweise entweder am Spielen oder natürlich am gefüttert werden oder ja, einen Hunger mitbringen, weil man dann auch über den Futtertrieb relativ gut mit den Hunden arbeiten kann. Durchschnittlich hat die Hundestaffel 10 bis 15 Einsätze im Jahr. Vor allem im Herbst und Winter kommt es vermehrt zu Einsätzen. Damit die Einsatzkräfte bestmöglich vorbereitet sind, treffen sich die freiwilligen Helfer und Helferinnen zusammen mit den Rettungshunden zweimal wöchentlich, um für einen möglichen Einsatz zu trainieren. Man kann einfach auch einsatzrelevante Situationen erstmal nachstellen. Auch wir haben jetzt relativ viele neue Helfer und Hundeführer dazu bekommen, dass man denen einfach auch zum Beispiel Funken gehört bei uns dazu, ist wichtig. Das kann man in so einer Übung dann einfach auch gut vermitteln und üben. Genauso ist für die Hunde natürlich die Übung sehr, sehr wichtig. Und auch wie man eine Kette aufstellt, ist auch wichtig, dass die Hunde das auch kennen. Unterstützt wird die Hundestaffel von den Drohnenpiloten des DRKs. Gerade für die Suche von Personen in Waldgebieten haben die Piloten mit ihren speziellen Drohnen einen Vorteil, dass sie in Gebieten arbeiten können, in welche Mensch und Tier nicht hinkommen. Die Drohne hat eine Wärmebildkamera, das hat eine normale Drohne nicht. Wir haben eine Weitwinkelkamera und eine Zoomkamera, die 200-fachen zoomen kann. Damit sehen wir alles, genau. Wir haben noch einen Restlichtverstärker drin in der Zoomkamera, das heißt, wir sehen auch bei wenig Licht. Dass die Zusammenarbeit mit der Hundestaffel gelingt, ist hier auch die nötige Übung wichtig. Für uns ist das sehr wichtig, gerade zum Üben, zum Absprechen, zum Koordinieren, wie das dann auch im Einsatz abläuft, damit wir einfach sehen, in welchem Gebiet welche Gruppe Vorteile hat und wo wir einsetzbar sind. Damit auch in Zukunft ein erfolgreiches Aufsuchen von Personen gelingt, hofft die DRK-Rettungshundestaffel, weiterhin erfolgreich Hunde auszubilden.